Das Eichhörnchen Ratatösk. Das Eichhörnchen Ratatösk gehört nach Geschichten der nordischen, germanischen Mythologie zu den Tieren des Weltenbaumes Yggdrasil, der im Zentrum der Welt steht und alle Welten miteinander verbindet. Dieser Baum ist die Welt und gleichzeitig ihre Achse, die den Himmel, die Menschenwelt und die Unterwelt miteinander verbindet. Genauso weit, wie die Äste und Wurzel des Yggdrasil reichen, genauso groß ist die Welt. So geht die Geschichte des Yggdrasil. Das Eichhörnchen galt schon immer als Vermittler zwischen Menschen und Tieren. Ganz besonders dann, wenn ein Mensch sich bei einem Tier für ein begangenes Unrecht entschuldigen möchte, welches er ihm angetan hat. Man sagt, das Eichhörnchen würde für die Vergebung der Tiere gegenüber den Menschen plädieren. Und vielleicht genau deshalb hat das Eichhörnchen es immer so besonders eilig, weil es von Menschenseite so unendlich viel zu entschuldigen und zu tun gibt bei den Tieren. Und weil es schnell sein muss, das alles noch irgendwie zu schaffen. Auf dem Yggdrasil wohnen der Legende nach verschiedene Tiere. Oben in der riesigen Krone des Baumes wohnt ein Adler, der keinen Namen hat. Und zwischen den Augen dieses Adlers sitzt ein Habicht namens Vedrunir. Und dann ist da noch eine drachenartige Schlange, die ganz tief unter einer der drei riesigen Wurzeln des Weltenbaumes wohnt und andauernd an dessen Wurzeln herumnagt. Dieser Drache heißt Nidhögg. Der Legende nach, die übrigens Edda heißt, gibt es auf dem oder auch am Baum noch weitere Tiere, wie zum Beispiel Hirsche oder auch noch weitere Schlangen oder Drachen. Aber die sind hier jetzt nicht so wichtig. Ratatösk, das Eichhörnchen, lebt ebenfalls auf dem Weltenbaum, hat aber keinen festen Platz. Ganz im Gegenteil, hat Ratatösk in dieser Geschichte eine ziemlich unangenehme Arbeit zu leisten. Der Adler ohne Namen und der Drache Nidhögg sind nämlich andauernd dabei, sich zu zanken und nutzen das Eichhörnchen nach meiner Ansicht so ziemlich aus. Sie schicken es ewig hin und her. Oben in der Krone des Baumes angekommen, darf es gleich wieder losrennen und dem Drachen eine unfreundliche Nachricht des Adlers übermitteln. Dazu muss Ratatösk ziemliche Strecken zurücklegen. Quer durch Asgard, der Welt der Götter, und gleich ohne Stopp weiter durch Midgard, der Welt der Menschen. An noch vielen anderen kleinen Welten vorbei, bis hinunter in die Wurzeln Yggdrasils. Und das Ganze nur, um dann umgehend die Antwort Nidhöggs wieder quer durch das ganze Universum der nordischen Legenden bis zum Adler zu bringen. So geht das dann in einer Tour hin und her. Und wohl bis in alle Ewigkeiten weiter. Immer von Tier zu Tier. Und dabei immer wieder quer durch die Welt der Menschen, die so ziemlich in der Mitte des Baumes liegt. Wo soll die Welt auch anders liegen? In einer Geschichte, die Menschen für Menschen aufgeschrieben haben.
Wen wundert es jetzt noch? Das Eichhörnchen es immer so eilig haben, auf dem Baum rauf oder von ihm runterzukommen. Es ist doch immer wieder eine Freude, dieses zu beobachten und einfach nur zuzuschauen. Und ich nutze jedes Mal die Gelegenheit, dem armen Tier noch eine weitere Botschaft mit auf den Weg zu geben. Sehr oft sind es Nachrichten an die verstorbenen Tiere, die länger mit mir zusammenwohnten. Nachrichten, die aus dem Herzen kommen und Dinge sagen, die ich ihnen persönlich nicht mehr sagen kann. In den Jahren gemeinsamen Lebens mit den Tieren kommen immer so viele Erinnerungen zusammen, die man erst so richtig spürt, wenn sie in dieser Wirklichkeit keinen Platz mehr finden. So oft bleiben zwischen den tausenden guten Erinnerungsstücken doch noch immer kleine Stückchen zurück, die alle mit den Worten "hätte ich" oder "hätte ich doch nicht" beginnen. Es sind eben die Dinge, die man dann nicht mehr machen kann, nicht mehr gemeinsam unternehmen kann. Die Abenteuer, die immer geplant, aber nie gelebt wurden. All die Dinge, die jetzt nicht mehr gehen oder einfach anders hätten sein können.